Herzlich willkommen zu Fun & Drive. Am Beginn des Sommerlochs. Um das zu stopfen, werden häufig Wiederholungen gezeigt. Man sieht also alte Beiträge zu neuen Autos. Bei uns gibt es das nicht. Wir zeigen neue Beiträge zu alten Autos. Als dieser Opel Premiere hatte, war keiner von uns auf der Welt, nicht mal unser Chefredakteur. Die TV-Sendung Fun & Drive gab es noch nicht, aber das Bedürfnis nach Spaß und Schwung war wieder da. Wir schreiben das Jahr 1953, der Zweite Weltkrieg gerade mal 9 Jahre vorbei, aber in Deutschland entsteht das später sogenannte Wirtschaftswunder. Während der Käfer des Volkswagen wurde, begeisterte Opel mit dem Modell Rekord die aufstrebende Mittelschicht bzw. Mittelklasse. Zu dieser Zeit ein Bestseller und fast konkurrenzlos. Und weil es so gut lief, wagte man eine Modellvariante, die heute unter Lifestyle einsortiert wird. Der Opel Olympia Rekord kam auf den Markt als Cabrio-Limousine. Meint zweitürig, aber mit vollwertiger zweiter Sitzreihe und langem Faltdach bis zum Kofferraum. Und völlig gaga mit Anhängerkupplung. Ohne dies galt der Rekord als Raumwunder. Die Cabrio-Limousine maß 4,24 Meter in der Länge, nur 1,63 in der Breite und war 1,55 hoch. Vorgänger der digitalen Mehrfachbelegung war der innere Hubring am Lenkrad, der bei Mercedes zusätzlich durch Links- oder Rechtsdreh als Blinkerschalter eingesetzt wurde. Immer das Radio noch mit Mittel- und Langwelle und natürlich die Saugnapfvase mit Plastikblumen. Ascher und Zigarettenanzünder rundeten die Behaglichkeit ab. Extreme Belastungstests machten die deutschen Autofahrer damals eher selber. Wenn sie im Sommer mit Familie und Campingausrüstung den Brennerpass kurvenreich erkrochen. Denn die Autobahn inklusive Tunnel wurde erst 1971 eröffnet. Aber der Rekord galt als Brenner-Trail-rated. Hatte man den Aufstieg zum Brenner geschafft, lief bergab die Bremse heiß und butterweich, denn auch vorne gab es nur Trommelbremsen. Wenig Wunder also, dass die meisten kaum weiter als bis Rimini kamen. Zudem, der Tank fasste gerade mal 31 Liter. Selbst bei seinem bescheidenen Verbrauch von 8,2 Liter kam man also mit vollem Tank nur gut 300 Kilometer weit, weshalb in fast jedem Kofferraum Reservekanister standen. Nun könnte man denken, bei einer Spitze von 115 km/h sei das merkwürdig. Aber wie damals üblich gab es nur eine Dreigang-Lenkradschaltung, der zweite und dritte immerhin synchronisiert, also ohne Zwischengas durchschaltbar. Wenigstens wog das Cabrio nur 895 Kilo, aber der 1,5 Liter Reihen-Vierzylinder hatte bescheidene 40 PS mit 95 Newtonmeter Drehmoment. Das nächste Handicap, das Bordnetz, arbeitete mit 6 Volt. Nachts hatte man ungefähr die Lichtausbeute einer Taschenlampe. Ob das gemeint ist mit dem "Früher war alles besser"? Zumindest bei Opel, denn bis in die 1960er Jahre hinein war der preiswerte Opel Rekord hinter dem VW Käfer das meistverkaufte Auto in Deutschland.